Du hast ein brandneues Honor 9 und willst noch mehr aus deinem Smartphone herauskitzeln? Dann habe ich hier in diesem Video 8 Tipps und Tricks für dich, die du vielleicht noch nicht kennst. Der erste Tipp betrifft die Lautstärke-Runter-Taste hier auf der rechten Seite. Diese hat zwei geheime Funktionen. Zum einen, wenn man sie länger drückt, dann kann man direkt die Sprachwahl aktivieren. Das zeige ich euch. Andreas Fuchs. Und dann wird auch schon direkt die Nummer gewählt. Außerdem, wenn man sie doppelt hintereinander drückt, dann gelangt man direkt in die Kamera und man kann es so einstellen, dass auch sofort ein Bild geschossen wird. Das ist die Standardeinstellung. Alternativ wird einfach nur die Kamera geöffnet und man löst selber mit dem Auslöser aus. Der zweite Tipp, der betrifft ebenfalls den Sperrbildschirm. Einige kennen sicherlich diese Funktion, dass man so in die Kamera gelangt. Allerdings, wenn man nicht hier unten in der rechten Ecke hochwischt, sondern eher in der Mitte oder links, dann hat man hier noch weitere geheime Funktionen. Zum einen kann man hier eine Sprachaufnahme direkt starten, einen Rekorder sozusagen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier einen Taschenrechner sofort zu starten, die Taschenlampe ein- und auszuschalten, was vor allem im Dunkeln sehr praktisch ist, wenn man nicht die Zeit hat, sich groß durchs Menü zu schlagen. Wir können hier außerdem einen Timer einstellen, um zum Beispiel die Eieruhr so einzustellen. Und wir haben auch die Möglichkeit, einen Barcode zu scannen. Zum Beispiel kann es praktisch sein, wenn man eine Visitenkarte oder so einen QR-Code in der Werbung sieht und somit direkt hier das mit dem Smartphone aufnehmen kann. Außerdem, was einige nicht wissen, hier kann man zwischen unterschiedlichen Hintergründen, die voreingestellt sind, hin und her wechseln und kann zum Beispiel sagen, dass das hier der Favorit ist und dann wird dieses Bild häufiger angezeigt. Man kann natürlich auch das Bild teilen und auch gleich in der Galerie sich das Bild direkt anschauen und ja, sich zwischen unterschiedlichen Kategorien entsprechende Hintergrundbilder anzeigen lassen. Tipp Nummer 3 betrifft die neue Huawei Histen-Funktion. Und zwar ist Histen oder Heisten, wie auch immer das ausgesprochen wird, die neue Funktion, wo der Ton des Honor 9 deutlich verbessert wird. Diese ist nicht ganz einfach zu finden. Dazu gehen wir in die Einstellung, dann unter den Punkt Töne. Scrollen einmal runter und dort ist die Huawei Histen Soundeffekte Option. Allerdings ist diese ausgegraut standardmäßig. Das liegt einfach daran, dass diese Funktion nur dann funktioniert, wenn man Kopfhörer reinstöpselt. Und zwar kann man das natürlich über den 3,5 mm Kopfhörerausgang machen. Und dann sieht man, kann man die Headset-Audio-Datei, warum auch immer das so heißt, hier aktivieren durch einen Schieber, das Headset auswählen, In-Ear, Kopfhörer oder halt ein Over-Ear-Hörer und kann dann hier den entsprechenden Equalizer einstellen. Und neu ist diese Honor Purity von Monster Abstimmung. Die klingt etwas höhen- und tiefenbetont insgesamt. Gefällt mir persönlich nicht so gut, aber es bietet auf jeden Fall Möglichkeiten, sich das Ganze hier mal anzuschauen. Außerdem kann man hier den Bass so ein bisschen erhöhen und natürlich auch mit weiteren Einstellungen spielen, so wie natürlich auch andere Modi sich einstellen. Außerdem haben wir die Möglichkeit, 3D-Audio einzustellen und somit das Klangbild von nah zu fern zu ja, Vorderseite, also frontal einzustellen. Das kann durchaus praktisch sein, wenn ihr mit diesen Einstellungen spielen wollt. Allerdings funktioniert das nur mit Kopfhörern. Das heißt, diese Einstellungen wirken sich nicht aus auf den Lautsprecher. Der vierte Tipp, der betrifft das Display. Wir haben hier ein wunderschönes 5,15 Zoll großes Display. Allerdings bietet es noch ein paar Möglichkeiten, es besser an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Wieder in den Einstellungen, allerdings jetzt unter dem Punkt Anzeige, können wir hier zum Beispiel die Schriftgröße verändern. Ich mag es ganz gerne kleiner. Es gibt aber auch Menschen, die mögen es etwas größer. Normal ist hier die Option normal. Ich habe es bei mir etwas kleiner gestellt. Das finde ich persönlich etwas schöner, denn dadurch passt einfach mehr Inhalt auf den Bildschirm. Wir haben hier auch die Möglichkeit, die Augen zu schonen. Ich habe das so aktiviert, dass ein Zeitplan aktiv wird. Ab 22 Uhr aktiviert sich diese Augen schon, ja, dieser Modus, der
den Bildschirm so ein bisschen gelblicher erscheinen lässt. Das kann man hier auch noch über den Schieber verstellen, zum Beispiel etwas wärmer. Und dieser Modus hat den Vorteil, dass man dadurch besser einschlafen kann, wenn man abends das Display noch bedient und auch die Augen generell nicht ganz so stark beansprucht werden. Außerdem können wir hier die Farbtemperatur wählen. Das heißt, wir können das Display generell etwas kälter oder wärmer stellen oder einfach wieder auf Standard zurück. Und wir können hier natürlich auch weitere Sachen einstellen, die das Display betreffen. Der fünfte Tipp betrifft diese Tasten hier unten, denn wir haben jetzt auch touch-sensitive Tasten. Dazu gehen wir einmal in die Einstellung und zwar zum Punkt Navigationstasten. Dort haben wir die Möglichkeit umzukehren, was jetzt die Zurücktaste ist und was die Multitasking-Taste ist. Standardmäßig ist es so, dass die Zurücktaste auf der linken Seite ist und die Multitasking-Seite auf der rechten Seite. Das kann man aber natürlich auch verändern hier unten. Aber wir können auch das so einstellen, dass wir hier diese Fläche komplett zum Navigieren benutzen und die Tasten rechts und links deaktiviert sind. Das bedeutet, ein leichtes, kurzes Tippen bedeutet, ihr geht einen Schritt zurück im Menü. Ein langer Druck sozusagen bringt euch zurück zum Startbildschirm. Und wenn wir geöffnete Apps öffnen wollen, also den Multitasking-Modus, dann wischen wir von rechts nach links oder wir wischen von unten nach oben. Dann öffnet sich in dem Fall Google Now und der Google Assistant. Ihr seht, rechts und links funktioniert nichts mehr. Das heißt, ich müsste jetzt einmal kurz tippen und er verschwindet wieder. Tipp Nummer 6 betrifft die Statusleiste hier oben. Denn wie ihr seht, habe ich beispielsweise hier das Netz bei mir angezeigt und rechts daneben werden die Benachrichtigungen angezeigt. Ich mag es aber so, dass der Netzbetreiber dort nicht zu sehen ist. Dazu gehen wir einmal in die Einstellungen und können zum Punkt Benachrichtigungs- und Statusleiste wechseln. Dort sehen wir dann, dass wir den Netzbetreibernamen hier ausblenden können und die Benachrichtigungsmethode ebenfalls ändern können. Im Moment sind es Symbole. Wir können es aber auch zu einer Anzahl machen. Das heißt, hier oben links erscheint dann einfach nur eine Zahl. Wir können diese aber auch komplett ausmachen und keine wählen. Das ist ebenfalls eine Option. Außerdem kann die Akkuladung in Prozent angezeigt werden, nicht angezeigt werden oder eben im Symbol angezeigt werden. Dadurch spart man ebenfalls etwas Platz und es sieht einfach etwas aufgeräumter aus. Und zusätzlich dazu haben wir die Möglichkeit, die Netzwerkgeschwindigkeit hier oben in der Mitte anzeigen zu lassen. Mir persönlich sind das zu viele Informationen, aber es gibt sicherlich Gründe, warum man sich das Ganze anzeigen lassen würde. Tipp Nummer 7 betrifft den Telefonmanager. Dazu wählen wir den Telefonmanager hier aus und wir haben hier diverse Optionen. Und zwar können wir das Gerät bereinigen beispielsweise. Dort wird der Speicher, der von dem Gerät als unnütz angesehen wird, zum Beispiel durch Cache und so weiter, nochmal bereinigt. Und in meinem Fall wären das insgesamt ein knapper Gigabyte. Wenn es nur der Cache ist, der bereinigt werden soll, dann sind das 422 Megabyte. Ich habe das Gerät jetzt gerade mal eine Woche lang benutzt und ihr seht, da fällt einiges an und so kann man den Speicher noch etwas erweitern. Außerdem haben wir hier ein paar weitere Möglichkeiten. Wir können hier das Gerät optimieren, dann durchläuft es so eine Leistungsoptimierung und der Speicher wird ebenfalls nochmal ein bisschen bereinigt. Das sieht man hier ganz gut. Wir haben hier außerdem die Möglichkeit, uns die Akkulaufzeit etwas näher anzuschauen. Das bedeutet, welche Apps sind besonders stromintensiv und sollen sie auch aktiv gelassen werden? Was ist generell der Verbrauch des Geräts? Also das Thema, wie viel verbraucht die Hardware, also beispielsweise der Bildschirm und wie lange war der jetzt aktiv? Und welche Software ist bei mir zum Beispiel besonders viel aktiv, welche wurde schon beendet und welche verbraucht letztendlich einfach zu viel Strom? Hier kann man dann auch entsprechend einen Stromsparmodus oder einen Ultrastromsparmodus einstellen. Interessant ist aber auch der Virenscanner hier unten, denn damit kann man das Gerät direkt scannen lassen von dem eingebauten Virenscanner und braucht sich also keine weiteren Virenscanner-Apps zu kaufen. All das ist schon in eurem Honor 9 eingebaut. Wir haben hier auch die Möglichkeit, Berechtigungen von Apps uns anzuschauen, das heißt, welche Apps haben Zugriff auf den Standort, den Kalender, die Kamera und können das Ganze dann auch wieder entziehen, ohne jetzt in die Einstellung der Apps reinzugehen. Und wir haben hier auch noch die Möglichkeit, eine sogenannte
App-Sperre einzurichten. Dazu muss man das Passwort kurz eingeben. Und dann kann man nach einer Sicherheitsfrage sich bestimmte Apps hier sperren lassen, die dann nur mit dem Passwort oder mit dem Fingerabdrucksensor zugänglich sind. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Chrome ist ab jetzt gesperrt und wenn ich hier jetzt rausgehe und auf Chrome gehe, dann seht ihr, ich kann diese App nur mit einem Kennwort oder meinem Fingerabdruck öffnen. Das heißt, diese App ist nur für mich zugänglich und zum Beispiel nicht für mein Kind oder für meinen Partner. Das heißt, alles, was in dieser App stattfindet, das ist wirklich nur für mich sichtbar und nur ja für mich letztendlich zugänglich, wenn ich das will. Das Ganze geht mit Dateien, das heißt, ihr könnt euch bestimmte Dateien dort ablegen. Das Ganze funktioniert aber auch mit der Galerie, der Bildergalerie. Das heißt, alle Fotos, die ihr macht, sind damit nicht unbedingt für jeden direkt zugänglich, der das Gerät in die Pfoten bekommt. Tipp Nummer 8 finde ich persönlich sehr, sehr spannend, das sind die Knöchelgesten. Diese funktionieren so, dass ihr mit dem Knöchel mehrere Optionen habt. Ihr könnt zweimal auf den Bildschirm klopfen, dann wird ein ganz normaler Screenshot erstellt. Ihr könnt aber auch mit dem Knöchel eine Form zeichnen, wie zum Beispiel eine freie Form oder eben ein Viereck, ein Kreis oder hier in dem Fall ein Herz und könnt dann noch den Bereich auswählen, den ihr hier miteinander teilen wollt. Denn hier unten hat man die Möglichkeit nochmal zu teilen und zu bearbeiten. Und bearbeiten finde ich besonders schön, denn hier kann man nochmal Sachen einkreisen, einen Pfeil malen und das Ganze dann speichern oder halt auch direkt teilen. Und schön finde ich auch, dass wir hier so eine Art Mosaik haben. Das heißt, manche Daten will man ja zum Beispiel nicht freigeben. Man macht einen Screenshot von seiner Banking-App zum Beispiel und will die Kontonummer ausgraben. Das kann man hier mit dem Mosaik machen. Das heißt, der andere, dem man diesen Screenshot geschickt hat, der sieht nicht, was ihr für eine Kontonummer habt. Oder natürlich geht es auch hier mit dem entsprechenden Graffiti-Werkzeug. Das kann man aber natürlich noch weiter einstellen, denn da gibt es noch ein paar weitere Einstellmöglichkeiten. Dazu gehen wir in die Einstellung, in den Punkt intelligente Unterstützung. Und hier haben wir einmal in der Bewegungssteuerung die Option Smart Screenshot, die ich euch gezeigt habe. Aber wir können auch einen Buchstaben zeichnen. Und wenn wir diese Funktion aktivieren, dann haben wir zum Beispiel M, das zeichne ich jetzt mal. Das startet direkt die Musik-App. Wir können aber auch ein C zeichnen und dann wird die Kamera gestartet. Und ihr seht, das funktioniert alles auch recht zuverlässig. Und wir können auch sagen, M soll zum Beispiel eine andere App starten. Dazu gehen wir einmal hier drauf und können zum Beispiel sagen, ich höre meine Musik nicht über die eingebaute App, sondern über Spotify. Und jedes Mal, wenn ich ein M zeichne, wird ab sofort Spotify geöffnet. Also wirklich eine praktische Sache für einen schnellen Zugriff. Das waren meine 8 besten Tipps und Tricks zum brandneuen Honor 9. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen und ich hoffe, dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Ich bin Daniel von Tablety. Vielen Dank fürs Zusehen.